Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Video hier für dich. Das ist der 4000 Abonnenten Special heute. Und ich möchte mich wirklich vom Herzen bei euch allen bedanken, die meinen Kanal folgt. Also das erfüllt mein Herz mit tiefer Dankbarkeit, wirklich, dass es so gut bei euch ankommt, also dass ihr meine Arbeit so sehr wertschätzt. Und da freue ich mich wirklich, dass sich auch mein Kanal so wunderbar entwickelt und so viele positive, liebevolle Menschen auf meinen Weg begegnen darf, sie ein Stück begleiten darf, auch in diese Seelenpartnerschaft, auch überwiegend. Ja, und ich freue mich wirklich dafür und dafür eine kleine spezielle Legung hier für dich. Das wird auch eine kurze Legung nur sein, also Stande Dinge jetzt. Und also ich möchte euch als kleines Dankeschön auch hier was mit auf den Weg mitgeben, was also wirklich, was ihr wirklich günstiger auch buchen könnt als 4000 Special Abo, also an dem heutigen Tag, also am heutigen Tag alle Buchungen, die heute reinkommen. Ich hatte im Monat Mai das Angebot, Seelenpartner, Dualseelen, Beziehungsheilung hatte ich viermal Reiki mit Großgraden und Lichtgraden, Fernenergieübertragung angeboten für dich, für dein Gegenüber und für deinen Prozess. Und das biete ich genau jetzt an für einen Schnäppchenpreis, also für dich und für deinen Herzensmenschen, also für 4 Tage und natürlich auch für dein Prozess auch an den 4 Tagen und alle Buchungen, die heute eingehen, über meinen E-Mail, die zahlen dafür für die 4 Tage jeweils nur 120 Euro. Es hört sich jetzt wirklich, ist ein tolles Angebot, weil das sind 3 Themen, wo ich das 4 Tage lang angehe. Das soll ein kleines Dankeschön sein und auch an alle, die sich das sonst vielleicht nicht leisten könnten. Dafür, also ich beginne damit am Abend um 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Also wenn du dabei sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail und nutze dieses Geschenkangebot jetzt für den 4000 Special dann. Also es kommt auch nicht auf meine Webseite, wenn du gerade diese Video jetzt hörst. Ja, heute, wenn ich das jetzt gerade veröffentliche, dann kannst du das auch buchen. Bitte schließe deine Augen und konzentriere dich auf dein Gegenüber. Ganz viele Karten sind gekommen. Warum geht es heute? Ja, heute geht es hier. Sind wirklich viele Karten gekommen. Es geht hier heute um etwas Schicksalhaftes, um deine eigene Bestimmung. Es geht, dass hier eine Kommunikation stattfinden sollte heute auch wirklich. Und diese starke Anziehung, was du in der Liebe spürst, eine öffentliche Kommunikation. Auch vielleicht arbeitet ihr zusammen oder seid in der Öffentlichkeit. Und von allen Dingen, ja, es geht hier wirklich heute, diesen Neuanfang zu wagen und zu beginnen. Hier zeigen sich aber dennoch noch ein bisschen Ängste und diese Abwehrhaltung, also das zu überwinden. Also es ist ein schicksalhaftes Thema, eine karmische Geschichte, dass es hier heute überwinden werden sollte. Liebe Engel, ich bitte um
ein Zeichen, wann ich die Karten auslegen darf. Also ich darf sie auslegen. Und dann schaue ich mal einfach da drauf. Moment. Kurze Legung. Auch wenn ich das große Blatt jetzt auslege, ich wollte einfach schauen, ja, was hier gerade los ist bei euch. Ja, also ich sehe hier bei dir, wenn du hier zu meinen Karten gehörst oder in meine Gruppe gehörst, dass du so also ziemlich hier unten bist, ziemlich in deinem Kopf bist. Ja, also vielleicht auch nicht, dass du jetzt negativ eingestellt bist, sondern einfach auch müde bist von diesem Prozess. Ja, also das hat dich schon viel Kraft gekostet. Ja, wo ich noch ein Thema bei dir sehe, du bist noch nicht ganz in deine Selbstwert. Aber es entwickelt sich. Also du kommst immer ein Stück weit mehr in deine Kraft. Also es entwickelt sich, du arbeitest auch immer wieder an dir. Und das ist auch hier der Neuanfang. Also diese Seelenpartnerschaft macht dich schon in gewisser Weise glücklich. Also du hast dieses tiefe Glücksgefühle da, allerdings auf viele, viele karmische Themen, ja, also was dir auch hochgespült werden. Dein Gegenüber ist hier oben, dein Herzensmensch, dein Seelenpartner. Bei dem ist es eher, dass da an Vertrauen fehlt, dass die Vertrauen so ein bisschen kränkelt bei ihm. Und wurde nicht hin, der will noch bestimmte Dinge nicht anschauen und nicht bewusst werden. So, aber bei ihm entwickelt sich auch ein Stück weit, ja, weil der hat hier die Herzheilung und auch, also hier, dass er so immer mehr bei sich selber ankommt, ja, also das ist die Karte, die Größe, der Weite, also immer mehr in seine Größe ankommt, auch in der Öffentlichkeit. Vielleicht hast du das auch gemerkt, dass er sich auch ganz anders präsentiert als sonst, dass er sich ein Stück weit auch vielleicht verändert hat, selbstbewusster ist oder in seine Größe gekommen ist. Wo dein Gegenüber genau hinschaut, also der schaut jetzt unmittelbar hin, also auf eine feste Partnerschaft mit Vertrauen wünscht er sich und natürlich auch, dass jetzt bald, also mit dir, also hat er diese starke Anziehung und auch immer mehr öffnet er sich für seine Intuition und das wirst du auch erfahren, weil die wird auf dich zukommen. Ja, also da schaut er exakt dahin. Und was ihm denn dazu auch bewegt, dass er mehr in seine Lebensfreude kommt, also in Vergangenheit diese Eifersucht oder diese ängstlichen Gefühle, diese Abwehrhaltung, was er hatte, da wird er so immer mehr die Verantwortung dafür übernehmen, für diese Vergangenheit. Dadurch kommt er mehr in seine Lebensfreude. Also wenn jetzt Kommunikation auf dich stattfindet mit dir, also wird so ein bisschen vorsichtig auf dich zukommen, also etwas zurückhalten, etwas ruhiger, also er wird jetzt nicht dir sofort einen Heiratsantrag machen, also etwas mit Vorsicht, aber auf jeden Fall wird auf dich zukommen, vorsichtig wird er diese Annäherung, ja, also ganz unverhofft zu dir suchen und das ist schon durchaus positiv. Was jetzt gerade bei dir los ist, also du weißt ja mittlerweile, dass es eine karmische Prozess ist in dieser Seelenpartnerschaft. Allerdings sehe ich bei dir, dass du also ein Stück weit immer noch hin und her gerissen bist, dass du dich nicht hundertprozentig mit Erfolg für ihn entschieden hast und das macht es aus, also wirklich, ja, also der ist schon deine große Liebe und darum ärgerst du dich oder das schafft dir diese Blockade, das schafft dir diese Träne, dass du nicht wirklich eine Entscheidung getroffen hast. Wo du hinschaust, also du arbeitest an dir, das finde ich toll und das ist der Neuanfang. Du ziehst dich auch immer wieder zurück, also ich nehme das auch wahr, dass du auch die Spiritualität ein Stück weit dazu nutzt, mehr in deine Stabilität zu kommen. Also dass du sagst, ja, vielleicht meditiere ich, mache mehr Energiearbeit, arbeite an mir. Das ist für mich ganz, ganz
wichtig soweit. Und das finde ich durchaus positiv, dass du das so für dich erkannt hast. Also diese Seelenpartnerschaft ist für dich aus dem früheren Leben, also schon weit, weit weg oder mehrere Inkarnationen. Und darum spürst du diese tiefe innige Verbindung, diese Nähe zu deinem Gegenüber und hier auch wieder karmisch, ja, und das ist dann hinter dir, also karmisch. Und bei deinem Gegenüber geht es darum, dass er wirklich auf sein Herz hört, dass er das Gefühl hat, ich bin bei mir angekommen, ich bin glücklich. Also es geht darum, um diesen persönlichen Wachstum ein Stück weit. Und dafür nutzt er auch diese Rückzüge, dass er an sich arbeitet. Also für ihn ist auch wirklich wichtig, wie er sich auch in der Öffentlichkeit auch präsentiert oder wie er auch zeigt. So, deine große Liebe ist eine spirituelle Liebe. Also es ist wichtig, dass du deinen Blick von dem Ärger wegrichtest. Also hier auch dieses Hin- und Hergerissensein ist nicht gut, dass du mehr deine Intuition vertraust, geh in diese Lebensfreude, übernimm die Verantwortung, was früher war, also dass du das anschaust, dass ja, ich habe mir unnötige Sorgen gemacht, ich war vielleicht unnötig eifersüchtig, falls jetzt noch irgendjemand an seiner Seite war, dass du das wirklich anschaust und geh in deine Lebensfreude, dass du deinen Blick hier davon richtest, da kommst du auch ein Stück weit mehr in Stabilität. Diese Tränen, die du geweint hast, lass sie wirklich los. Also das wäre wirklich wichtig. Für die feste Partnerschaft, das kränkelt es momentan noch. Also er muss wirklich bei sich selber ankommen. Und es dauert noch. Ja? Also es geht auch wirklich, dass er auch Angst hat, die Gefühle noch so weit wirklich zuzugeben, zuzulassen. Also diese Nähe spürt er schon noch. Ja? Also das ist definitiv da. Und bei ihm dauert noch, weil der halt in dieser Bewusstwerdungsphase ist. Und auch halt im Moment seine Gefühle. Also bei dir, was ich wahrnehme, bei dir, dass du an dir arbeitest, du hast es erkannt, also die Seelenpartnerschaft gibt dir auch recht viel Kraft. Und du weißt das auch, dass es euer Schicksal ist und schicksalhaft ist. Und kommt halt hier auch die Karte Bestimmung. Du weißt, dass diese Seelenliebe auch für dich Vorbestimmung ist und von allen Dingen, das bringt dich auch mehr in, also deinen Selbstwert, ja, zuzulassen, ja. So, ich ziehe jetzt noch jeweils eine Karte, Amos Botschaften, also für erste Linie für dich. Moment, also da kommen so viele Karten. Sekunde. So, jetzt konzentriere dich bitte erstmal auf dich, ja? Das ist für dich und für dein Gegenüber. So, für dein Gegenüber ist die göttliche Führung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird, ja, und für dich ist die Karte Ich liebe dich. So, und weil ich die Karten gemischt habe und die sind mir fast aus der Hand gefallen, was euch verbindet, also mehr dieses Vertrauen, um etwas zu verändern zu können, muss man zuerst akzeptieren. Also es geht wirklich darum, dass du es akzeptierst, dass du vertraust, dass hier, dass es eine Seelenliebe ist und dass es hier göttlich für dich geführt wird. Also ich habe hier nochmal, also würde ich gerne die Karten auszählen.
So, das hat heute länger gedauert. Also ich habe meine eigene Auszähleform. So. So, es kommen drei Karten auf dich, zwei auf dein Gegenüber, auf das Vertrauen in der Partnerschaft, Seelenliebe, ja, und diese starke Anziehung. So, auf dich kommt natürlich, kommt auf dich die Kommunikation. Also dieses Zuhause anzukommen, dass du das auch so mitteilst, ist das für dich eine Arbeit, eine Herausforderung? Ja, auch für dich ehrlich bis so weit, dass du sagst, ja, das ist es, also das ist es wirklich, was ich will, das ist es wirklich, was mich erfüllt. So, für dein Gegenüber kommt, dass du die große Liebe bist, also diese große Liebe, Wunscherfüllung, die Stabilität und die Bewegung, also dass es so stückweit sich entwickelt und bewegt. Also bis es an in der Vertrauen und feste Partnerschaft kommt, werden noch viele Tränen fließen. Es dauert also noch, ist noch ein langer Weg. Und auf die Seelenpartnerschaft, dass da auch eine große Rolle die Unentschlossenheit spielt, dieses Hin- und Hergerissenheit eine Rolle spielt, ja. Und also auf diese starke Anziehung kommt also immer wieder diese Anziehung, wenn das so extrem stark ist, wird einer sich von euch zurückziehen, weil es auch so stückweit Angst macht für den einen oder die anderen. So, ich würde eine einzige Tarotkarte hier noch ziehen für euch beide, was euch als Botschaft mit auf den Weg gegeben wird. Also ist die Vergeblichkeit, die sieben Schwerter. Und das soll für euch beide als guter Hinweis sein. Mond im Wassermann, Entmutigung, Verzagtheit, Wackelmütigkeit, Existenzangst, negative Erwartungen. Deine Befürchtungen haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Wach auf und nimm die Realität wahr. In welchen Lebensbereichen machst du dich selbst durch deine eigenen beschränkenden Vorstellungen klein? Wie lauten deine begrenzenden Gedanken? Also das ist für euch beide, dass ihr diese Begrenzungen überwindet, diese negative Denkweise und dass ihr beide sagt, ich verfüge über alle Fähigkeiten und Mittel, um das zu erreichen, was ich mir von Herzen wünsche. So, meine Lieben, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Also diese Legung, wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like und natürlich bedanke ich mich für eure Treue. Ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.